Moin Leute, heute zeige ich euch, wie man sich selber einen QR-Code erstellt. Ja, was ist ein QR-Code? Ein QR-Code ist eine kleine Fläche, wo ganz viele Punkte drauf sind, was man mit einer Kamera scannen kann, und die leitet einen dann auf eine Internetseite, auf ein Bild, auf ein Video oder sowas direkt. Also man scannt das ein und dann wird man da direkt hingeleitet. Und das ist einfach richtig geil, um Werbung zu machen. Man kann das per WhatsApp verschicken, man kann das in der Zeitung drucken, man kann das auf Visitenkarten drucken, man kann das auf irgendwelchen Flaschenlabels oder sowas drauf machen. Ist einfach richtig geil und es ist umsonst. Und das geht ruckzuck. Also sagen wir mal, ihr habt jetzt ein Bild, was mit der Welt geteilt werden soll. Dann gehen wir hier erstmal auf YouTube, dann gehen wir da oben ein. QR-Code erstellen. Nehmen wir direkt den ersten hier oben. QR-Code erstellen. So, hier wollen die jetzt von uns einen Link. Da kann man jetzt einen Link eingeben oder eine Datei hochladen. Wenn ihr hier jetzt draufklickt, dann könnt ihr da ein Bild hochladen oder ein Video hochladen. Das wird dann online gespeichert. Und wenn jemand euren QR-Code scannt, dann wird er direkt auf dieses Video geleitet. Hier oben kann man dann halt den Text eingeben, wenn ihr jetzt zum Beispiel sagt, ich möchte der Welt sagen, hallo, ich bin's Peter, dann schreibt ihr das da rein, die Leute scannen den Code und dann steht da, hallo, ich bin Peter. So, ich gebe hier jetzt einen Link ein, das ist der Link von meinem YouTube-Channel. Nebenbei könnt ihr mich gerne abonnieren. Sobald der Link da drauf ist, wie man Link kopiert, das wisst ihr ja wahrscheinlich. Ja, kann man jetzt auch von Instagram oder Facebook oder... man kann da einfach jede Seite einfügen, die ihr wollt. So, dann gehen wir hier auf QR-Code erstellen. So, guck mal, das ist schon euer... also das ist jetzt mein QR-Code. Und jetzt kann man hier sich noch so Formen... hier dieses Scan Me da drum machen. Und dann kann man das einfach hier unten... hier, man kann die Farbe hier auch noch ändern. Mal hier, machen wir mal rot. Können wir das ins Scan Me, aber ich finde es schwarz irgendwie besser. Machen wir schwarz. So, aber wie gesagt, man kann das hier dann auch noch gestalten. Man kann da auch noch ein Logo in diesen QR-Code reinsetzen lassen. Das geht hier unten. So, dann, wenn ihr das bearbeitet habt, so wie ihr es wollt, so wie euch das gefällt, klickt ihr einfach hier unten auf Download. So, jetzt schmeißt ihr euch ja mal Werbung raus, aber er lädt das dann im Hintergrund runter. So, dann gehen wir mal auf Dateien, dann hier Frame. Das ist jetzt mein QR-Code. So, und dann nehmen wir mal das andere Handy. Mach den QR-Code-Scanner auf. Und dann kann man den hier ein bisschen größer machen. Und dann scannt man den, klickt da drauf. Und dann öffnet er direkt die Seite. Ja, das hier ist übrigens mein Kanal, Menzelmeister. Ich habe mittlerweile 15 Videos oder so online. Ihr könnt euch die gerne ruhig alle einmal angucken, da hätte ich nichts gegen. Und vor allen Dingen vergesst nicht, die Glocke zu aktivieren und einen Daumen oben zu lassen, wenn euch das Video gefallen hat. Das war's heute schon wieder von mir. Ich hoffe, ihr konntet da ein bisschen was rausziehen, was ich euch hier erklärt habe. Und bis zum nächsten Mal. Bis dahin. Ciao.